Phönixwache erwartet nicht, dass Croc die Burg erklettert. Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Geh rauf. Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang. Geh rauf, Mädel. Lauf. Psst, geh weg. Kackkrähe. Meine Lara stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran. Fast geschafft. Ja, los! Oh. Kraxle rauf sie da! Sie findet wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Gibt's da nichts zu entdecken? Sie ist ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Wow. Schau dir mal den Garten an. Da. Ja. Pass auf, Mädel. Sie sieht unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Warum mache ich immer Dummheiten? Ja, das frage ich mich auch. Au! Croc kichert über ihre Kühnheit. Sie ist fast da. Ich kann hier nicht springen. Ja, wir gehen zuerst hier hinten schauen. Und dann etwas. Wenn, dann kann sie nicht mehr kommen. Da kann sie nicht mehr springen.
Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow. Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht umtost. Ob die und Schmerz. Königin wohl einsam ist? Ein Zitat von Chaucer. Was ist besser als Weisheit? Frauen. Und was ist besser als eine gute Frau? Nichts. Es hieß 90 Grad Ost und 30 Nord. Hanisch, Mitte des 14. Jahrhunderts. Germanisch, glaube ich. Unfassbar, wie schwer die Hanische waren. Die armen Pferde. König und weiße Königin. Da ist was in den Schilden. Spiegel. Das arme Ding hat durch die Rossstirn bestimmt kaum was gesehen. Arme Königin, Maria Theresa starb qualvoll und der König sagte, das ist der erste Ärger, den sie mir bereitet. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Heiratete Maria Theresa und beendete so den Krieg mit Spanien. Der Kopf von König David. Vom Schafhirten zum König, kaum zu fassen. Die Schale des Johannes. Der Apostel erhielt eine Schale mit vergiftetem Wein, aber nach seiner Segnung... ...verwandelte sich das Gift in eine Schlange und er trank den Wein unversehrt. Diese rätselhafte Illustration. Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Ja. Eine Rolle aus Byzanz. Gerechtigkeit ist das beharrliche Bestreben, dass jedem sein Recht zuteil wird. Kaiser Justinian. Das ist ägyptisch, ein böses Auge. Der Inhalt sollte die Menschen im Jenseits nähren und für sie sorgen. Lässt die Liebe Licht umtost.
Yeah. Geschafft. Oh. Croft hat das verbotene Mezzanin betreten. Ein Yatiri, ein Heiler aus Südamerika. Ein Tyrannosaurus Rex Baby. Ob es auch seine Mutter verloren hat? Hm. Brief an Auftragnehmer. Ein Brief von Dad an einen Unternehmen. Ich wollte Ihnen nur für Ihre Diskretion und die von Ihnen geleistete Arbeit danken. Der Aufbau des Gewölbes entspricht exakt meinen Vorgaben. Die Abschlusszahlung wird Ende der Woche bei Ihnen eingehen. Die Verzögerung war einem Buchungsfehler geschuldet, der inzwischen korrigiert wurde. Mit freundlichen Grüßen, Richard Croft. Story abgeschlossen. Geheimnis der weißen Königin. Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren. Tierschädel, Omen des Todes und Symbole großer Veränderung. Das ist aus Kolumbien. Eine Senu-Häuptlingsmaske. Ob diese Augen Eldorado gesehen haben? Sieht nach Maya aus. Ist das Kukulkan? Und wer sind wohl die zwei Hunde? Kukulkan. Kukulkan. Haben wir doch auch schon gehört. Einige Artefakte kenne ich gar nicht. Es sieht auch Maya ästhetisch aus. Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der Toten. Die Inschrift kann ich nicht lesen. Hm. Was kommt noch, vielleicht? Solche Rüstungen trugen die Conquistadores im Zeitalter der Entdeckungen. Was haben sie gefunden? Ja, gute Frage. Gold. Eine Ariki-Statue. Von den Cook-Inseln? Hm. 25. Dynastie. Das Innere des Sarkophags ist unglaublich fein gearbeitet. Das ist griechisch? Nein, persisch. Was bewacht sie wohl? Hm. Hm. Eine persische Löwin. Jemand hat ihren Kopf gestohlen. Was hat sie wohl betrachtet? Ja, ihr Gegenüber. Die Todesmaske von Agamemnon, gefunden in Mykene. Eine Stammesmaske aus Afrika, aus Gold. Ashanti vielleicht. Entfalten sich. Ja. Ah, so.
Schild reflektiert den Lichtstrahl. Ja, das ist einfach. Da ist sie. Ja. Die weiße Königin. Sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Steig auf, bevor ich runtergekommen ist. Also, nehmen wir mal das Licht wieder weg. Jetzt kann ich sie befreien. Entlässt die Liebe Licht um Toast. Tapfere Abenteurerin. Ein geheimnisvoller Raum. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet. Ja. Daddys sind immer am Arbeiten. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen. Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Macht er Selbstmord? Das ist schade. Guten Morgen. Also, Jagd mit Silberkrone? Ja.
Was hält der Dschungel wohl heute für uns bereit? Ah, was es auch ist, wir schaffen's schon. Hey, schlimmer als gestern geht's ja nicht, oder? Ja, das war's gewesen mit klein Lara Croft in Croftmanor. Merci fürs Zuschauen und see you zum nächsten Mal. Trinity, get hold of this. Let's think this through. Do you realize the tragedy you have unleashed? The cleansing has begun. It falls to me now to stop it before it consumes us all. What have I done? To believe.